Geh voran. Radgri. Scheiße. War, ist das schlau? Okay, ich hätte auch... Ja gut, dann wäre ich auch... Ey, schicke Knarre. Wie die gar nicht zu dem passt, ey. Okay. Das war dein Plan, richtig? Ich lebe, bis ich meinen Zweck erfülle und verschwinde dann. Null Linie. Nein, du bist verwirrt. Mosley hat dich angelogen. Scheiß auf Mosley. Ich bin nicht blöd. Lass mich nicht verarschen. Ich hab recht, oder? Link ist abgebrochen. Das war nicht geplant. Ihr habt Agententext geschreddert. Tu nicht so, als wüsstest du nicht, was passiert ist. Ich weiß ganz genau, was ich gesehen hab. Was dem Kriegsgebiet... Wurdest getroffen. Ganz einfach. Ich musste meine Leute rausholen. Nur das zählte. Wir wollten dich auch retten, aber Mosley war stärker als wir dachten. Blödsinn. Bien. Was willst du dagegen tun? Asse, wir müssen runter. Es ist nicht vorbei. Netwatch kommt wieder. Willst du sie etwa zur Gruft führen? Sie ist nur ein Ragnon, sonst nichts. Sieh dir die Scans an. Das habe ich. Sotti Kunia, vertut mon Sotti. Du musst Brigitte sein. Bist schwer zu erreichen. Du hast was für mich. Du weißt vom Biochip, habe ich recht? Ja, wir müssen seinen Zustand prüfen. Was hast du auf den Scans erkannt? Mehr als Placid, ganz klar. Du hast den Biochip erkannt, weil du selbst nach ihm gesucht hast. Wir müssen dich untersuchen. Du hast dich ja nur auf Kosten des Chips überlegt. Ihr wollt in meinem Kopf fühlen? Weiß nicht. Hab ein paar Bedenken dabei, euch blind zu vertrauen. Das Timing war ungünstig. Soll das eine Entschuldigung sein? Du bekommst eine Entschuldigung, nachdem du uns einen Preis für den Chip genannt hast. Wenn er noch ganz ist. Der Biochip steht nicht zum Verkauf. Und du reißt ihn mir auch nicht aus dem Kopf. Das Ding war schon vor meinem Ausflug in die Gym im Arsch. Er funktioniert nicht? Das nicht. Aber niemand kann ihn mir rausnehmen, ohne dass es mich vielleicht umbringt. Aber da du den Diebstahl in Auftrag gegeben hast... Kannst du mir vielleicht helfen? Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Der Name Evelyn Parker. Sagt ihr was? Ah, die Puppe. Die Hure. Sie führte dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich. Aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben... Tun wir alles, um dir zu helfen. Ernsthaft? Habe ich nicht schon genug für euch getan? Es ist nötig. Um ihn zu entfernen, müssen wir ihn untersuchen. Weil du mit leeren Händen dastehst, wenn du es verbockst? Ich gab dir mein Wort. Wir helfen dir. Ich weiß es. Ich finde das. Ich bin gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Johnny! Helf doch mal! Kann ich schnell speichern? Ja. Dann machen wir einfach. Wir gehen einfach mal erstmal mit. Wir gucken mal, was passiert. Na dann, nach dir. Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich. Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Also wir sind wieder zurück in der Kathedrale. Hier lang.
Wieso wusste Placid denn nichts über den Biochip? Er hat ihn in den Scans nicht erkannt. Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Aber Placid ist... Yonbet de Bas. Yonbet de was? Wo gehen wir hin? Das siehst du bald. Sieht aus, als würden wir gleich in eine Vault gehen, so ein bisschen. Ja, also... Ich würde den Chip... Der Watcher hat den Biochip nicht bemerkt. Seltsam. Er hatte keine Gelegenheit. Gut. Hätte unsere Arbeit erschwert. Das ist eine Straßenbahn. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Nein, Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Wie das Netz brach es nach dem Krieg zusammen. Viré courant! Schick. Weil das ist ein Netrunner. Tout bagaille paré. Du kannst commencer. Bon. War T-Bug eine von den Voodoo Boys? Der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Das heißt, ihr habt eure eigene Synth-Tech-Schnittstelle. Wir haben von allem eine eigene Version. Wir benutzen nichts aus der Stadt. Hör mal, welche Garantie bekomme ich, dass ich zurückkommen werde? Du wirst in unserer Datenfestung sein. Bewacht. Bewacht von euch. Wüsstest du, was im Cyberspace auf dich wartet, würdest du dich nicht beschweren. Was ist der Unterschied zu normalem Netrunning? Die Schnittstelle zeigt dir die Datenebenen direkt aus dem Net. Lesbar. Normale Runner sehen nur eine Karte. Sie sehen nichts unter der Oberfläche. Ihre Tech ist zu schwach dafür. Und jetzt, also erstmal ziemlich geil, das ist ein alter Zug hier, ne? Wo die das alles so reingebaut haben. Ziemlich geil. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Oh. Wo denn? Von wem? Johnny. Er hat mir ein bisschen von ihr erzählt. Johnny? Also gut wie. Du solltest es ihr sagen. Ihr was sagen? Was mit uns? Das Konstrukt ist aktiv. Dadurch können Johnny und ich manchmal quatschen. Mhm. Das schauen wir uns auch noch an. Was? Meinst du, ich halluziniere und rede mit einem imaginären Freund? Es ist noch unklar, wie ein Engramm in einem menschlichen Neuralnetzwerk existiert. Eins sage ich dir, ist für den Menschen nicht so lustig. Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engramm aus dem Biochip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direction connectée. Connection stop. Aber hat John jemals von Alt Cunningham gesprochen? Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals den Namen gehört zu haben. Da ist das große Problem gerade. Okay, ja, steig in das Eisbad. Johnny, du bist anscheinend der Köder. Ist dir das recht? Ja, scheiß drauf, mach, was sie sagt. Was willst du von Alt? Was wollt ihr alle von ihr? Nur Alt. Kann uns sicher über die Blackwall bringen. Kommt der Wandel.
wollen wir auf der Gewinnerseite sein. Der Wandel? Als die Black Wall erbaut wurde, dachten alle, das Eis wäre genug und würde die wilden KIs fernhalten. Doch Technologie entwickelt sich weiter. Es steht eine weitere Katastrophe bevor. Sie kommt bald. Ganz sicher. Die Konzerne sehen die Gefahr nicht. Doch wir werden bereit sein. Ich will es nochmal hören, Moment. Was willst du von... Nur all. Kann uns sicht- über die Black Wall, bla bla bla. Also ist, die haben Angst vor wilden KIs und Alt soll dafür sorgen, dass diese Black Wall dann vor den wilden KIs schützt, oder was? Was genau ist die Black Wall? Ich meine, ich weiß. Du weißt nur, was Netwatch dir erzählt. Die letzte Bastion gegen die Nachkriegs-KI. Der Triumph der Menschheit übers Chaos. Klingt wie die Netwatch-Propaganda am Samstagmorgen. Aber die Black Wall ist selbst eine KI. Die Grenzkondition lässt nichts durch. In keine Richtung. Würden KIs wie Menschen denken, wäre sie ein Verräter für sie. Okay. Sehr interessant ist auf jeden Fall, dass wir ins Eisbad gehen müssen und alle anderen... Also normalerweise geht man ja beim Net... Also Netrunner sind ja eigentlich auf diesen Stühlen, nicht in einem Eisbad. Das ist ein bisschen merkwürdig. Erinnert mich ein bisschen an Scavenger. Toll. Oh, komm schon. Nicht in die Wanne. Wir müssen dich für den Cyberspace vorbereiten. Die neuralen Anforderungen bist du nicht gewöhnt. Mach keinen Rückzieher, wie. Tu, was sie sagt. Ich hab keinen Bock, mit dir abzubrutzeln. Na gut, eine Wahl haben wir jetzt gerade eh nicht, ne? Wer T-Bug mal hier? Oh Mann. Worauf wartest du? Das Eis schmilzt, während du... Tun wir es. Nun, die Balboute Genie. Leon avait blanqui. Okay. Was jetzt? Paris. Johnny? Paris Plongée. Okay, das ist ein bisschen wie damals, als der Rally gestartet ist, ne? Das war genauso. Wo sind wir? Die Datenfestung. Unser BBS. Die Brücke ins DeepNet. Es ist alles... so lebendig. So real. Der Cyberspace ist ständig in Bewegung. Er atmet. Die Schnittstelle passt Ebbe und Flut von Daten an die Kapazität deines Gehirns an. Du bist ein außergewöhnlicher Fall. Also, siehst du etwas anderes, als ich sehe? Ja. Der Cyberspace ist immer Trouble. Warum klappt unsere Übersetzungssoftware nicht mehr? Okay, also müsst ihr euch das vorstellen, wir sind quasi gerade im Internet, sozusagen. Im Internet, in den Daten drin und sehen trotzdem Körper. Also, ne, wir sind gerade im, ja. Also, wann fangen wir an? Alles bereit. Wir haben deinen Link zu Silverhands Neuralnetzwerk gestärkt, um das Fragment zu fassen. Wir brauchen die Daten zu alt. Nur alt. Es könnte sich ein wenig... Brigitte? Los. Okay, wir sind offensichtlich wieder Johnny. Das kennen wir aber auch schon. Das kennen wir aus dem Wiederbeleben damals.
umschleifen, hinten liegen lassen, mit Sprit vergießen und abfackeln. Komm her, los! Hilfe! Du bist nicht die Band! Das ist keine Solo-Show! No! Silver! Hey, hier drüben! Du weißt genau, warum ich es tue. Nein. Um Arasaka so auf den Sack zu gehen, dass sie dir eine tiefenwirksame Bleidusche verpassen? Sag der Richtige. Du bist der Einzige, der mir auf den Sack geht. Weil es allen anderen zum Hals raushängt. Die haben es aufgegeben, zu dir durchdringen zu wollen. Du bist völlig durchgeknallt. Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie. Am Konzert oder an Carrie? Hä? Dachte, du würdest heute nicht kommen. Ich sorg dafür, dass du es tust. Hab's mir anders überlegt. Johnny Boy, bist ja ganz in Wallung. Meine Güte. Schade, dass es da schon war. Was für ein Charakter-Introducement war das denn jetzt bitte? What the fuck? Muss das echt jedes Mal versauen? Immer, wenn ich mich zur Abwechslung mal gut fühle. Wenn du dich gut fühlst? Aber sicher doch. Manchmal kannst du ein richtiges Arschloch sein, Johnny. Hast du es echt auf mich abgesehen heute? Nicht nur heute. Wie kannst du all die Andeutungen nicht wahrnehmen? Echt komisch für einen Künstler. Lief doch toll. Was ist denn jetzt los? Das pisst mich komplett an. Denn du wusstest, auf was du dich einlässt. Tja. Wenn du nur ein charismatisches, narzisstisch veranlagtes Arschloch wärst, das selbstverliebt seinem Traum hinterherjagt, wär's mir egal. Aber? Ist alles aufgesetzt. Das Konzert, Samurai, alles. Eine gigantische Lüge. Du bist kein Rockstar, Johnny. Sieh's ein. Du solltest dich den Spinnern an den Straßenecken anschließen, die mit Schaum vorm Mund nieder mit Arasaka brüllen. Ah, verstehe. Reparierst deine Männer gern, ha? Huh? Bist nicht die Erste, die es versucht. Ganz ehrlich? Ich habe Besseres zu tun. Wollte dir nur helfen, einzusehen, dass du dich selbst belügst. Und dass es an dir liegt, etwas daran zu ändern. Du hast einen Schuss. Wir wollten uns gegenseitig das Hirn rausvögeln, nicht meins analysieren. Du hast Angst. Du und Carrie, ihr beide seid Feiglinge. Ich bin der Einzige, der sich traut, was gegen Arasaka zu unternehmen. Und scheiße, das macht ihr Angst. Euch allen. Klar, Johnny ist missverstanden von ganz Night City. Das ist es, da liegt das Problem.
Hä, ich verstehe gerade ihr Problem nicht so richtig. Ist der nicht Rockstar und Gegner von Arasaka? Ist es nicht, also, ich verstehe nicht so richtig, wo ihr Problem dabei ist, einfach, Entschuldigung, ich meine, was ist denn jetzt ihr Problem? Wir sind halt ein Rockstar und hassen die Konzerne. Was ist denn daran so schlimm? Kann man nicht Rockstar sein und Konzerne hassen? Das ist doch wohl die rebellische, revolutionärste Art, irgendwie was zu machen, wenn man auch Lieder macht gegen Konzerne und so. Hä, welche? Die meisten Revolutionäre haben doch irgendwas gemacht oder saßen den ganzen Tag nur zu Hause. Hä? Hab heute keine Verwendung mehr für dich. Also verpiss dich. Weißt du, ich dachte... Kein Wort mehr, okay? Einfach Fresse halten. Zur Abwechslung. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Du weißt einen Scheiß über mich. Das ist alles, was uns verbindet. Sonst nichts. Wohin gehst du? Hab noch was vor. Halt. Spaß dir. Für wen auch immer. Wir spielen morgen wieder. Aha. Lass uns abhauen. Willst du ein Schlückchen mittrinken, Silberrocker? Verpisst euch. Aha, da hat einer eine kurze Lunte, hä? Lass mich einfach in Ruhe! Ziemlich zugerichtet, was? Hoch mit dir. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Ripper Dog Klinik, 4. August 2013. Nur so am Rande, der Typ gerade mit dem Mantel sah aus wie aus Matrix. 1:1. Da hinten! Da! Nickst du mir wieder weg? Hm? Mann, hab ich dich vermisst. Ah. Blödsinn. Du Mistkerl konntest dich nicht mal zu einem Holo-Anruf durchringen. Du solltest doch zur Nachuntersuchung vorbeikommen. Du bist wie ein Sohn für mich. Das sehe ich. Ach, wie sieht's da unten aus? Junge, ich hab dir so viele Schläuche in den Arsch geschoben, dass man dich als Espressomaschine verwenden könnte. Hab noch eine künstliche Leber dazu gepackt. Deine alte sah übler aus als eine Tüte voll Scheiße. Das glaube ich. Großartig. Ewiges Leben, ich komme. Trifft sich gut. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich rekrutiert werden für den Arasaka Tower irgendwie. Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen.
Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Ben Watson, das warst du? Wir müssen reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruh dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Also, rede. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht. War zu schnell dafür, hm? Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Also, was willst du? Eine Story? Was krasses für die Screamsheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon. Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Geht dich ein Scheiß an! Unentschlossen, was? Ja, soll zwischen euch ganz schöne Spannungen gegeben haben. Ehrlich, mich interessieren euer Liebeskram und eure Sexkapaden null. Ich will wissen, warum Arasaka sie gekrallt hat. Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Was und? Naja, ja, die war aber nicht böse, oder? Und? Eine unter wie vielen? Nein. Die einzige Verbindung zu Arasaka ist, dass Johnny Silverhand sie knallt. Sie hat in letzter Zeit für ITS gearbeitet. Hat für die ein echt krasses schwarzes Eis geschrieben. Unknackbar, nicht reproduzierbar. Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Moment. Alt wollte dich heute Abend treffen. Hat gesagt, sie könnte meine Hilfe gebrauchen. Hatte auch Grund dazu. Saga hat es schon mal probiert, nur dass Alt ihn damals durch die Mantisklingen schlüpfen konnte. Meinst du, sie hatte Angst und hat sich an dich gewendet? Yep. Und ehrlich gesagt, verstehe ich langsam, warum. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Stell dir das mal vor, wenn Saka Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Jeden Runner, der versucht, an ihrem Eis zu kratzen, wird Soulkiller einfach ausknipsen. Ich hab's gesehen. Es gibt nicht den geringsten physischen Schaden am Nervensystem oder sonst wo. Keine Geräusche, keine Zuckungen, kein Gestank. Nur Gehirnströme, die urplötzlich stillstehen. Als hätte jemand den Stecker gezogen. Oder die Seele aus dem Körper gerissen. Ja, ich fasse mal zusammen. Also, Alt ist ein Mega-Netrunner. Der Beste vielleicht. Und die hat eine KI geschrieben. Soulkiller. Die wahrscheinlich beste KI, die es jeweils gab. Und jetzt möchte Arasaka Soulkiller haben, um eben ihrem Megakonzern die allerbeste KI zu geben. Und dann über das Netz Menschen töten zu können, spurlos. Und das komplette Netz zu kontrollieren durch diese Mega-KI, die alle anderen KIs einfach abkillen kann. Und damit ist also letztlich Alt. Also Johnny ist eigentlich Hallo Keanu Reeves. also Johnny ist eigentlich scheißegal. Die wollen einfach nur die KI haben. Tatsächlich. Cool. Erzähl mir den Rest unterwegs. Hör ich da massive Zweifel raus? John Robert. Story der Welt. Robert John Linder. Und es hat geklappt.
Das ist ja lustig. Guck mal, steht wirklich der Name drauf. Wir sind von 88, gerade 2013. Dann sind wir 5 und 30? 20? Okay, wenn wir gerade noch so aussehen. Der Anschlag ist ja vor 50 Jahren. 2027 ist der Anschlag. Also ja erst in 14 Jahren. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower, um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas. Oh, der geile Porsche. Ich warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Wo zur Hölle ist Rogue? Sitz. Entspann dich. The Atlantis. Okay, das ist nicht das Afterlife. Das ist sehr interessant. Wer hat gerufen? Heute ist dein Glückstag. Oh, danke. Was um die Kehle zu ölen? Das Übliche. Bitte. Hab ja eine neue Leber, ne? Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide werdet nicht mehr... Tja. Falsch gehört. Ist alles noch nicht ganz so futuristisch irgendwie wie in der aktuellen Welt, muss man sagen. Die sind noch nicht so mega abgedreht. Du kannst mich also nicht vergessen. Hast du ein bisschen Schnee für mich? Was? Kann schon sein, Baby. Aber erst musst du was für mich tun. Was immer du willst. Los, nicht jetzt. Ich hab's eilig. What the fuck? Ich wollte keinen Schnee, danke. Hier ist so die schüchterne Abhänglounge, ja. Okay, aber ich denke mal, das Atlantis gibt's gar nicht mehr, oder? Oder ist das Afterlife war ja eine ehemalige Leichenhalle. Und das hier war offensichtlich keine ehemalige Leichenhalle. Zu reden. Und was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie fecken. Toll. Klassisches Ausnutzen, ich verstehe schon. Hallo, ich habe noch eine optionale Aufgabe. Wollt ihr mit mir reden? Okay, hier oben ist es so ein bisschen weniger dancig, ich verstehe schon. Mit wem er gelabert hat. Ich brauche einen Namen. Nur einen. Ich könnte mich dran erinnern, ehrlich. Das deinem Gedächtnis auf die Sprünge? Neu hier, hm? Kann ich euch den Rat geben? Klar. Verpisst euch. Die sind von Arasaka, aber sowas von. Sehen genauso aus wie die Typen, die es rausgeworfen haben. Nein, nein, die arbeitet nicht mehr für Prothero. Nö. Können wir jetzt mit der... Ah. Hast du Rogue gesehen? Nö,
heute nicht. Toll, danke. Tja. Versucht, den Hurensohn zweimal platt zu machen, um ganz sicher zu gehen. Randy und seine Truppe waren schneller. Ein Fan. In der Durchsage. Also war das hier ein scheiß Wettrennen? Sowas in der Art, ja. Hab einen neuen Kunden, der für all Dienste das Doppelte zahlt. Und ich will mich darauf verlassen, dass ich liefern kann. Wenn ich die neuen Regeln gekannt hätte. Hey, wir wussten auch nicht, dass May euch den Job zuerst gegeben hat. Also wart ihr uns A, einen Schritt voraus. Und B, seid ihr beschissene Amateure. Nichts für uns. Drei Minuten, um aus dem Gebäude rauszukommen, nicht schneller. Kein Knie im Leben. Die Schockwelle macht im Umkreis von 500 Metern alles platt. Dann rennt halt schneller. Holy shit. Okay, sieht genauso aus wie heute. Ich suche gerade verzweifelt nach dem alten Arasaka Tower, aber der ist, glaube ich, nicht hier, ne? Die Wohnblöcke sind auch immer noch da. 11, 10. Halt Abstand. Verdammt nochmal. Ich wette, Rogue ist hinter dieser unauffälligen Tür hier. Hallo. Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Stroke auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. Ich hasse diese schleimigen... John. Wie sieht die denn noch aus? Hab ich... Stimmt ja. Ich kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Santiago. Oh, sag mir auch irgendwas. Wo hab ich das schon mal gebraucht, wie die noch aussieht? Was sagt Santiago? War das bei diesem mega nett Zusammenbruch? Du verschwendest meine Zeit. Bin froh, dass ich dich gefunden habe. Dachte, du hättest vielleicht die Stadt verlassen. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. Mhm. So sehr, dass er selbst nicht mehr aufgekreuzt ist. Bringt also nichts, hier rumzusitzen. Hätte auch einen Job anzubieten. Es dringt, aber ich zahle gut. Wie viel? Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ab. Rocksteady hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Dann Mal. Du bist diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Hat mit Arasaka zu tun. Wenn ihr nicht wollt, verstehe ich das. Du wolltest meine Aufmerksamkeit, jetzt hast du sie. Warst du allerdings auf den Freundschaftsrabatt aus, hast du dir gerade ins eigene Knie geschossen. Hey, Konzerne hart rannehmen. Ihr zwei macht das sonst aus Spaß. Aus Spaß, aber nicht umsonst. Das überlassen wir den Rocker Boys. Ist wichtig. Nennt mir euren Preis. Aha. Also entweder schwimmst du im Geld, oder du glaubst, dass wir eh nicht lebend rauskommen. Wie auch immer. Du kommst mit. Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny, hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand, Sie werden uns begleiten. Klar. Lass mich noch austrinken. Wir müssen irgendwie runter. Hm.
Arasaka. Oh shit! Katana Boy. Mann am Boden, Position übernehmen! Okay, ich glaube, Santiago war beim Angriff auf den Arasaka Tower dabei. Das macht aber auch zeitlich keinen Sinn. Wir machen doch jetzt noch nicht einen Anschlag, oder? Schnell! Du willst spielen? Mit mir? Na los! Dauert das noch länger? Unten werden noch mehr. Ärger. Darauf wette ich. Neutralisiert das Spiel! Oh shit. Wartet im Auto auf mich. Ja. Medienfuzzi. Kennst du mich? Ja, okay, dann macht der Anschlag auf Arasaka jetzt wirklich mega Sinn, wenn die sogar alt, also seine was auch immer entführt haben. Die sind so mega wie die Bösen in Matrix, ne? Die Arasaka-Typen. Oh, Nein! Shit. Ah. Ja, es ist im Nachhinein mit Johnny halt ein bisschen schade. Man kann sich ja nicht wirklich hochheilen. Man muss halt immer warten. Das ist so ein bisschen wie Bloody Screen-mäßig. Oh, wieder Mega-Glitch. Die sind einfach noch oben. Die sind nicht mit dem Aufzug drin. Ah, okay, die warten unten auf uns. Okay, oder so. Habe ich denn jetzt 700 Leben? Ich hatte gerade nur 400, ich schwöre. Hä, war es gerade buggy? Hatte ich gerade auch einen roten Lebensbalken? Und keinen Johnny-farben grünen? Das gucke ich gleich mal nach im Video. Oh, mein Auto! Nein! Alter! Danke. Aber so ein geiler Porsche. Geil. Wie da sogar Porsche draufsteht. Wir dürfen uns nicht erwischen.
so übel. Los, Thompson, dreh drauf. Den Fängen von Arasaka. Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower, haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep, wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Nance, sie weiß, wie man Publikum anzieht. Ich rufe sie an. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Noch sind uns keine Zahlen zur genauen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporterteam ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Ah, wir waren also schon mal im Arasaka Tower vorm Anschlag. Nimmst du die ganze Sache auf? Warum? Bist du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech. Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Ja, sorg dich drum, falls wir es rausschaffen. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Holy shit, Alter. Ist das hier, ja. Hört ihr, wie wir die ganze Zeit das Gitarrenspiel noch auf dem Ohr haben, weil der eine Sound nicht ausblendet? Ich wette, der ist weg, wenn ich lade. Ich wette. Also mit diese ganzen temporären Einblendungen, Sounds und Bildschirmeffekte, das funktioniert mit dem Ausblenden nicht so richtig. Oh, es ist weg. Really? Wir werden jetzt erst warten. Wir müssen den Mainframe. Der hat so voll den geilen Matrix-Mantel, ey. Ah, der ist mega OP. Also, Johnny ist einfach mega OP. Noch jemand? Nein. Dachte ich. Muss hier irgendwo sein.
Alter, wir sind voll im Herzen vom Arasaka Tower, kann das sein? Thompson, der Mann für alles. Versuch's hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, warum wir ihn dabei haben. 3, 2, 1. Ah, echt jetzt? Hä? War es jetzt, weil ich zu schnell vorgelaufen bin, oder hat die Bombe eine Brandfläche hinterlassen, hä? Okay, jetzt warten wir mal. Geh du mal vor. Naja, ich hab schon Schlimmeres erlebt. Danke. Wie kommt der denn hier hin? Er hat mich angegriffen! Akira. Never fade away. Nein, da ist sie! Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Hey, hörst du mich? Alt. Ist sie. Alt, komm schon, tu das nicht. Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun. Den Leuten. Ändert nichts. Sie ist... Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Also, raus damit, bevor du platzt. Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck. Hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Ja, kann ich ihn auch verstehen. Die Aufnahme. Was hat Thompson damit angestellt? Hat er sie jemals veröffentlicht? Scheiße, nein. Boah, genau. Das ist jetzt das Richtige, sowas zu sagen. Also, du hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass ihr ein Paar wart? Dass sie Soulkiller geschrieben hat?
dass sie tot ist? Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen, als Geist? Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Ja, das war ja das letztlich, weshalb das Kabel abtrennen, die auch nicht wiederbelebt hat. Die war ja nicht tot, oder? Ich glaube, körperlich war sie ja nicht tot, oder? War sie körperlich tot? Komm, wir hauen ab. Laber keinen Scheiß. Hab schon zu viele Storys gehört, in denen Runner sich ins Nettnimmerland verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Ja, nicht, dass wir T-Bug noch wiedersehen, hä? Huh? Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse, weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Kann ich verstehen. Würde ich wahrscheinlich eh nicht machen. Woher weißt du, dass Alt immer noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. What? What? Okay. Ach, okay, also sind wilde KIs Netrunner-KIs sozusagen. Also, bereit. Und Rogue ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast es selbst gesagt, sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Andere Zeiten, Junge. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie Lass Arasaka ficken brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Inklusive Rogue. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit, durchzubrechen, um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Katsching. Holy shit. Also jetzt gerade hat die Handlung ja mal so 300 Saltos gemacht, oder? Also jetzt wissen wir, was los ist. Die wollen mit Alt sprechen, um hinter die Black Wall zu kommen und die Menschheit vor wilden KIs zu retten, was sich im ersten Moment mega gut anhört, aber ich vermute mal, dass die Voodoo Boys nicht durch und durch gut sind, sondern dass da wieder irgendein weiterer Sinn hintersteckt. Einen Moment. Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und Alt. Das ist möglich. Alt's Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Emotion gab's da echt eine Menge. In welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhand Engram ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Jenseits gibt es keine Grenzen.
jenseits der Blackpool. Nur wenige waren je auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Also, du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Hab mein Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen, oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Berühre die Black Wall. Ich will aber Johnny gar nicht loswerden. Nur so am Rande, immer noch. Wie komme ich auf... Oh, Mann. Ja, also noch nie war jemand hinter der Black Wall. Das ist die Black Wall, die undurchdringlich ist und hinter der Alt geflüchtet ist, um für immer in Sicherheit zu bleiben und eben auch von Arasaka nicht benutzt zu werden. So habe ich das mal verstanden. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Alt? Johnny. Alt Cunningham. Alt? Was war das denn? Okay, sie hat uns rausgehauen, oder? Johnny? Wir reden hier. Wie? Lass mich das einfach regeln. Johnny. Du bist für mich durch die Black Wall gekommen. Das heißt, alles ist okay zwischen uns? Ich habe deinen Engram-Code erkannt. Aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt? Das ist Wie. Du musst dir das Leben retten. Was hast du mit Brigitte gemacht? Lebt sie noch? Ja. Aber sie wird gerade nicht gebraucht. Was willst du? Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Die ist voll die Bitch, oder? What the fuck? Ja. Was erwartest du von mir? Ich verstehe es nicht. Also hat sie Soulkiller... Also ist von ihr diese... Also ist diese... Dass Johnnys Seele kopiert wurde, ist ihr Soulkiller gewesen, oder was? Nur wegen ihr ist das möglich, verstehe ich das richtig? Johnny war nicht schuld an deinem Tod. Das weißt du nicht. Doch. Ich habe seine Erinnerungen gesehen. Das war ein Unfall. Das war seine subjektive Sicht auf die Ereignisse. Eine verzerrte Version, die er in seinem Unterbewusstsein gespeichert und
und immer wieder abgespielt hat. Sie hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Wenn du nicht alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Kann das Drama hier nicht warten? Keine Ahnung, was ich von der KI erwartet habe. Aber sicher keinen digitalen Beziehungskrach. Das ist gerade nicht hilfreich. Macht's aber auch nicht schlimmer. Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologien. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst wie. Deal? Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich. Wie maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Verständlich. Die wissen, dass die KI hinter der Black Wall ist. Um sich zu schützen, haben die dann natürlich Abwehrsysteme genau gegen als KI gemacht. Das macht schon Sinn. Was genau kannst du für mich tun? Bisher hat man mir gesagt, dass es schon zu spät ist. Mann soll heißen Hellmann? Saburus persönlicher Arschlecker? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in dein Körper ein. Okay, das klingt plausibel. Wenn man annimmt, dass unser Engramm tatsächlich wir sind. Also rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein, deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt, aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in ihren Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. What the fuck? Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wie hat eine große, staubige Nomadenfamilie, die alles für sie tun würde. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Johnny beschönigt gerne, falls du es nicht gemerkt hast. Du vertraust ihm nicht, und das ist in Ordnung. Aber ich verspreche dir, dass wir dich sicher nach Mikoshi schmuggeln. Ich glaube, der menschliche Faktor und ich haben etwas gemein. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Die Voodoo Boys, was ist mit denen? Sie werden euch ungehindert passieren lassen. Das war unser Deal. Also überlebt. Aber nicht deinetwegen. Du darfst das alles nicht persönlich nehmen. Wir wollten Silverhands Konstrukt. Es war Pech, dass du zufällig involviert wurdest. Also fandet ihr es okay, mich zu verarschen? Macht ihr das immer so? Sollte ich alt erzählen? Du wagst es mir, etwas vorzuhalten? Ich habe noch eine Rechnung mit dir offen. Eine bessere Gelegenheit krieg ich nie. Das reicht.
Alt kann dich in ihrem Reich beschützen, aber nicht hier. Ich brauche ihre Hilfe nicht für... Können wir nochmal laden? Ich hätte nicht gedacht, dass... okay, das ist, glaube ich, gerade... Ja. Ja, es ist halt die Frage. Die haben uns halt eigentlich ja voll beschissen, ne? Wollen die denn was Böses machen? Was wollen die denn jetzt machen mit Johnnys Konstrukt, frage ich mich halt. Was war jetzt überhaupt deren Ergebnis von dem Ganzen? Ich habe halt ein bisschen Angst, dass die eigentlich böse sind. Okay, dann nochmal. Du hast also überlebt. Aber nicht deinetwegen. Du darfst das alles nicht persönlich nehmen. Wir wollten... Also fandet ihr... Du wagst es... Nein, ist eh nur Zeitverschwendung. Bin bloß froh, dass das erledigt ist. Will nichts mit euch zu tun haben. Dann au ab. Informationsbericht. Network-Sicherheitsdienstes hat subversive Elemente für die Sicherheit gewähren, einen schweren Schlag versetzt. 10 Kisten mit illegalem Equipment, bla bla, uninteressant. Silverhand, der Begründer und Zerstörer von Samurai. Das können wir gerne später vielleicht mal lesen. Samurai ist ja die Band von ihm tatsächlich. Hier können wir uns gerne nochmal einhacken. Sieben A, ein C, E9, FF. Okay, also ich töte die jetzt mal nicht. Aber ich betone nochmal, dass ich nicht verstehe, was deren Funktion jetzt überhaupt war. Was haben die jetzt überhaupt bekommen? Was war jetzt deren Sinn? Die haben so getan, als wollten die was Gutes tun, nämlich die Menschheit vor wilden KIs schützen. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Ich hoffe, das hat keine negativen Konsequenzen. Weil... Boah, Leute, muss man nachdenken. Überlegt mal. Alt hat zu uns gesagt, dass die uns beschissen haben, die Voodoo Boys. Was wollten die denn überhaupt? Oh, Jefferson Perales, 9 Nachrichten, was ist denn da los? Oh Mann. Bist sicher ziemlich enttäuscht, ha? Huh? Wovon? Dass du mich nicht kalt machen kannst. Nicht meine Entscheidung. Wusstest du, was Brigitte von Alt will? Oder warst du für die Info nicht wichtig genug? So wie beim Biochip. Du willst mich provozieren? Willst du das für schlau? Bingo. Gelingt es mir? Oder ich bin schwanger. Natürlich ist es der Scheiß-Chip.
ich da etwa Vorwürfe in deiner Stimme? Fuck. Nein, hör auf, nicht rauchen! Mach das Ding da unten weg! Das war die Pumpe. Ruh dich aus. Nicht, dass du mitten im Job abklappst. Bla, bla, bla. Arasaka ist scheiße. Bla, Mikoshi zerstören. Du verwandelst dich echt in mich. Tja, toll ist Ansatz. Du bist manipulativ, egoistisch, zynisch. Immer wenn du den Mund aufmachst, verfluchst du irgendwen. Ich glaube, wir kommen schon klar, wenn's sein muss. Solltest anfangen, mir mehr zu vertrauen. Komm, wir hauen ab. Du kannst echt charmant sein, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Aber du hast auch in Downtown ohne Reue und ohne Rücksicht auf Verluste eine Atombombe hochgejagt. Ich war auf Mikoshi aus, wollte es zerstören. Hab Saka genug Zeit zum Evakuieren gegeben. Du wusstest, dass viele sterben würden. Mach dir nichts vor. Du bist auch eine Killerin. Fakt. Geht's dir um das Ausmaß? Ist dir auch egal. Was ich meinte ist, du bist unberechenbar. Das sagt die Richtige. Denk daran, wo du mal warst und wo du jetzt bist. Die Richtung ist klar. Jetzt bist du am Zug. Keine Ahnung, wohin ich gehe. Eine lebende Legende. Das wollte ich werden. Und jetzt bin ich so gut wie tot. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Du kannst es immer noch zu was bringen. Ja, vielleicht. Wie war es, als du gestorben bist? Berauschend. Scheitern war keine Option. Nicht mal ein Gedanke, bis es doch so kam. Der Tod fühlt sich erst jetzt real an. Jetzt? 50 Jahre, um das zu begreifen? Mikoshi war wie ein... Ich weiß nicht. Wie ein Schlaf. Ich war nicht wirklich da. Die Zeit verging für mich nicht. Ich war wie ein Spielball für die. Da war nur Kälte, Leere, Angst. Oder war das dein Tod? Warum hat Arasaka Mikoshi gebaut? Wenn ich doch nur in Saburo Arasakas Kopf sehen könnte. Menschen lassen sich kaufen und einer Gehirnwäsche unterziehen. Aber nur Mikoshi kann Seelen auseinandernehmen. Umprogrammieren. Die haben schon eine hübsche Sammlung. Talentierte Runner. Gut gesichert. Die nutzen sie bestimmt aus. Kontrollieren sie. Die wollen also alles beherrschen. Herz und Verstand. Das Übliche. Konzerne haben die Leute schon immer irgendwie an sich gefesselt. Aber Saburo will mehr. Er will die Menschheit kontrollieren. Wollte mehr. Langsam verstehe ich, warum du Mikoshi verabscheust. Es dürfte nicht existieren. Von allem Schlechten, was die Konzerne täglich anrichten, ist Mikoshi das Schlimmste. Weißt du auch warum? Die verändern, wer du bist. Verwandeln dich in einen anderen, ohne dass du es merkst. Ja, genau so ist es. Die Welt haben die Konzerne schon erobert. Jetzt kommen sie uns holen. Weißt schon, dass du mit mir genau das machst, was Arasaka in Mikoshi tut? Ja, ich weiß. Deshalb bringe ich das in Ordnung. Er macht's ja nicht freiwillig. Man kann ja sagen, was man will. Das Erste, was er zu Alt gesagt hat, war, yo, ihr muss geholfen werden. Nur so am Rande. Okay, los. Zurück an die Arbeit. Dann los.
Oh, shit. Also ich vertraue Johnny halt tatsächlich. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Aua, mein Kopf. Okay, holy crap. Ja, das war jetzt ziemlich viel. Ich habe jetzt auch ein Video von 3 Stunden 7, was ich definitiv teilen werde. Also ich mache da auch 2 Videos für euch draus. Ich weiß gar nicht, was haben wir überhaupt für Hauptaufgaben? Nur noch das mit Takemura. Wir gucken mal beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir machen Nebenaufgaben. Wir haben ja, lasst uns nochmal ganz schnell die Nachrichten lesen, die wir bekommen haben von Jefferson Perales. Was geht denn da ab? Wie, ich habe mit Elizabeth gesprochen. Sie hat bekräftigt, was du mir gesagt hast. Wie lange läuft das schon so? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wann es angefangen haben könnte. Aber das ist ja gerade nicht wahr. Ich kann mich nicht einmal auf meine eigenen Erinnerungen verlassen. Ich erinnere mich noch an meinen Bruder, glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Warum taucht er plötzlich meine Erinnerungen auf? Elizabeth hat mir diesen Raum gezeigt, den ihr gefunden habt. Was zur Hölle ist hier los? Ich habe das Gefühl, völlig die Kontrolle verloren zu haben. Die waren bei mir zu Hause, in meinem Haus, verdammte Scheiße. Ich werde kein Auge zutun, bis wir diese Drecksäcke erwischt haben. Und sie waren nicht nur irgendwo in meinem Zuhause, sondern überall. Das ganze Haus ist verwandt. Ach du Scheiße, wie? Wenn ich bei mir zu Hause sind, überwachen sie auch mein Telefon. Die wissen sicher schon von dir. Was hast du jetzt vor? Okay, also das war eine sehr intensive Aufnahme für mich. 3 Stunden Mega-Story-Gebäsche irgendwie. Mal gucken beim nächsten Mal. Also ich gehe mal davon aus, wir machen ein paar Nebenaufgaben. Jefferson Perales. Fehler, Kontakt nicht gefunden. Können wir nochmal zu dem fahren? Kontakt nicht gefunden, toll. Das war's mit ihm. Jetzt gibt's offiziell keinen Stadtrat mehr. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir bekommen irgendwie den Wagen von Johnny. Der war ganz cool, der Porsche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Cyberpunk 2077 und dann wahrscheinlich ein paar Nebenaufgaben. Bis dann. Ciao.